Wir haben die zweite Fluglevel von Herbstwald gelöst beim letzten Mal hier in Spyro 2 Gateway to Glimmer. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück und wir machen jetzt den Winterhafen. Ein wundervolles Level, sehr nett. Auch hier wieder mit einer Einspielsequenz. Ist ja gemein! Das darf man heutzutage doch gar nicht machen. Was habt ihr denn so für Probleme? Entschuldige bitte die Unordnung, Spyro. Wir werden gerade von einer Landrattenplage heimgesucht. Erst haben sie das Feuer unter unseren Kesseln ausgeblasen und dann noch unser Schiff geschlossen. Nein! Wenn du das Feuer unter den Boilern wieder anfachst, kannst du es sicher bis zum Schiff schaffen. Der Dampf von den Kesseln wird unsere hochentwickelten Maschinen aktivieren. Ach, weißt du, ich komme auch so auf dein Schiff. Meine Fresse, immer wollen sie, dass man hier die Umwege immer so umständlich gestaltet und dabei kommt man doch viel leichter nach dort oben. Viel leichter nach dort oben. Machen wir euch erstmal hier platt, ne? Ihr seid nämlich hier im Weg und dann haben wir das auch bis hierhin schon mal geschafft. So, hol uns jetzt mal ausnahmsweise direkt den Talisman. Ich weiß nicht mehr so ganz, wie man jetzt an der Stelle hochkommt. Ah, wahrscheinlich so, ne? Hä? Ah, das ging irgendwie. Vielleicht irgendwo von der Erhöhung? So. Wir sind auf jeden Fall jetzt weiter oben. Holen uns jetzt den Talisman, weil das eine tolle Sache ist. Falsche Richtung. So. Danke, dass du unser Schiff wieder flott gemacht hast, Spyro. Jetzt können wir unseren Gegenangriff auf Zephyr starten. Nimm diesen Talisman als Zeichen unserer Dankbarkeit. Ja, hab ich doch gerne gemacht. Euer Schiff wieder auf Trab gebracht. Das ist mein Job. Wir sind Helden, weißt du? Das machen wir täglich. Ja. Falls ihr wieder Probleme habt, ne, dann sag Bescheid. Dann laufe ich nochmal zu deinem Kumpel hin und der gibt mir dann auch nur eine Belohnung, okay? Ja, okay. Dankeschön. Okay. Also dementsprechend haben wir jetzt eigentlich auch schon den Talisman. Aber natürlich das ganze Level noch nicht gelöst. Ich wollte das jetzt nur mal kurz zeigen. Das war aus Demonstrationszwecken. Ich demonstriere nämlich gerne und gehe auf die Straße, beschwere mich wegen der Regierung und allem Möglichen. Nee, habe ich eigentlich noch nie getan. Von daher, ja, wieso? Ja, als erstes sollten wir vielleicht mal euch loswerden. Die sind natürlich jetzt hier in ihren kleinen Buckets oder wie nennt man diese in Deutschen? Eimern. Und deswegen kann man sie jetzt nicht anzünden. Ist natürlich eine sehr schwere Sache. Wir heben an allererster Stelle erstmal das Luftschiff in die Luft. Das wird wahrscheinlich gut sein. Das ist gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir es auch leichter hier rüber zu kommen. Ja. Also prinzipiell funktioniert das ganze Level so, dass man gewisse Fackeln oder halt diese Stellen, wo diese Lagerfeuer sind, ich habe das Wort gesucht, dass man die anzünden muss, damit irgendwas passiert. Wie zum Beispiel hier, dass ein Wirbelsturm auftaucht. Zack, dann können wir hier nach oben. Dann ist es auch eine tolle Sache. Ja. Das ist im Grunde so die ganze Taktik, die hier hinter steckt. Es gibt ja auch einen Swimming in the Air Glitch, den kann ich hier auch an der Stelle auch mal direkt zeigen. Und zwar, den gehen wir einfach mal hier zu. Ach Quatsch. Erstmal müssen wir das Wasser hochsetzen. Okay, dann machen wir den gleich. Dann will ich erstmal diesen ganzen Abschnitt erstmal von vorne machen. Ich meine, wir sind jetzt auch sehr weit gekommen. Wir haben sehr viel übersprungen. Ja, okay, jetzt können wir den zeigen. Das Wasser ist oben. Und das ist der einfachste Swimming in the Air Glitch, den es hier gibt im ganzen Spiel. Ich weiß nicht, wie die Entwickler an so einen Fehler rankommen, wie sie das übersehen konnten. Aber falls man die Quadrattaste hier drückt, man kann sogar auf Wasser stehen teilweise, ist auch nett. Wenn man hier einfach die Quadrattaste drückt und ein bisschen nach vorne hält, da kommt man ganz leicht auf die Stufe und kann sich so gesehen einiges ersparen. Man kommt hier viel leichter an diese Kisten, an diese Körbe. Macht also alles Sinn. Ja, auf der anderen Seite haben wir natürlich noch andere Dinge zu erledigen. Das Level ist gar nicht mal so groß. Wir müssen diese Minen, man kann sehen, dass das Minen sind. Ja, sobald man hier rankommt, sieht man, dass das Minen sind. Die muss man auch nochmal für eine Nebenmission anzünden oder zerstören, nicht anzünden. Und das geht über die Kanonen, die wir hier sehen. Auch ganz nett. Ich glaube, hier kommen sie auch das erste Mal vor, ne? Ja, tatsächlich schon.
Hier kommen das erste Mal wirklich richtig Kanonen vor. Ist eigentlich auch eine nette Sache. Hat man natürlich jetzt so aus Super Mario 64 geklaut. Natürlich. Warum auch sonst? Haben wir ihn besiegt, oder? Nee, okay. Das war jetzt aber der Gnadenstoß. So. Dann nehmen wir uns alles mit und machen dann weiter. Es ist auch möglich, hier direkt einiges zu überspringen. Wir haben ja schon, wir sind ja eigentlich schon direkt auf das Schiff gelandet. Konnten somit das ganze Level überspringen, aber auf der anderen Seite kann man hier über die Schienen, die sich hier über uns befinden, da sieht man auch ein paar Zahnräder, kann man über diese Schienen wirklich an jedem Ort gelangen, den man so auffindet, was eigentlich auch eine nette Sache ist. Also das funktioniert halt alles mit Double Jumps und Swimming in the Air Glitches, je nachdem, wie man das jetzt gerade so ansehen will. Es gibt hier auch nochmal ein paar Minen, die wir zerbomben sollen. So, ist auch kein schwieriges Thema. Ist auch kein leidiges Thema, solange wir nicht verfehlen. Ja, aber so ansonsten ist das Level auch im Grunde, ist das die ganze Thematik vom Level? Sind hier nette Elemente eingebaut worden? Zum ersten natürlich den Wirbelsturm, beim zweiten das Wasser, die Wassererhöhung, beim dritten die Schiffe, die dabei anfangen zu fliegen. Beim vierten ist es ein Katapult. Das werden wir jetzt wahrscheinlich gar nicht mal mehr nutzen, weil das... wir sind schon dran vorbei, ne? Also wir sind schon mal auf dem Schiff gewesen. Man muss das Katapult nutzen, um auf das Schiff zu kommen. Und dabei, es kann halt durchaus mal sein, dass man von den Katapulten ein bisschen verarscht wird und runterfällt. So, ich zeig das mal eben. Also wenn wir jetzt hier auf den Kreis landen, dann werden wir weggeschickt. Und ja, im besten Fall landet man natürlich auf dem Schiff. Aber da wir jetzt das Schiff ein bisschen erhöht haben, dadurch, dass wir es angezündet haben, werden wir jetzt wahrscheinlich daneben geschossen, je nachdem. Ich weiß nicht, ob es davon abhängt, ob man stehen bleibt, ob man nichts drückt oder ob man wirklich irgendwas drücken muss, dass man ein bisschen höher kommt. Aber es ist halt wirklich riskant, da jetzt nochmal drauf zu gehen. So. Dann machen wir euch fertig. Ich glaube, das ist die richtige Stelle. Ja, das ist wundervoll. Gehen wir nochmal auf die Seite. Auch nochmal hier alles zerstören. Das läuft gerade echt gut. Noch ein bisschen höher vielleicht. Alter. Aber manchmal passen sie auch wirklich die Intervalle ab, in denen sie durchkommen. Oh, danke, Spyro. Hier ist die Kugel, die ich dir versprochen habe. Es tut mir leid, wenn immer noch Muschelsaft dran ist. Muschelsaft? Da will ich ehrlich gesagt nie nachfragen, woher das kommt. Du nennst es Muschelsaft, andere nennen es, keine Ahnung, Urin oder anderes Zeug. Egal. Ich will mich dementsprechend auch nicht damit auseinandersetzen, ne? Ich glaube, das klingt logisch. So. Wir gehen wieder zurück auf diese Insel. Man könnte über die Schiffe nochmal zurückkommen. Aber wir haben jetzt im großen Ansatz wirklich alles gelöst, was man hier machen kann. Tatsächlich. Ich hätte vielleicht noch eine Sache machen können. Dazu muss ich aber jetzt nochmal zurück, weil ich das, glaube ich, übersehen habe. Nicht zurück! Nicht abhauen! Oh. Wir müssen die Titanic noch kriegen, bevor sie untergeht. Ich wollte an Bord sein, bevor sie untergeht. Ah, das war nämlich... Das sind so spannende Szenen. Dann ist man ja praktisch im Film und erlebt dann wirklich hautnah mit. Das ist jetzt auch wieder zu weit, aber egal, wir können trotzdem nach da oben. Wir nehmen die Abkürzung auf die Bahn. Warum mache ich das? Warum laufe ich weiter, als ich will? Weil ich wahrscheinlich gerade im Redefluss bin, ne? So, oder im Spielfluss, je nachdem. So, wir sind jetzt auf der Bahn, dürfen aber noch keine Dinge einsammeln. Okay, doch, das Ding ist noch nicht genutzt worden. Das ist eine tolle Sache. Ja, ja. So, das habe ich nämlich vergessen. Da drüben gibt es noch eine Kiste zum Zerstören. So, das haben wir getätigt. Wir gehen nochmal direkt dorthin und sammeln die gefallenen Edelsteine ein. Sie sind leider gefallen. Es waren sehr mutige Edelsteine, doch nun sind sie fort. Eine Schweigeminute. Nö, ich habe keinen Bock auf eine Schweigeminute. Wir machen direkt weiter. Es gibt ja auch einen Dialog, ne? Den habe ich im... Ich weiß nicht, den habe ich früher so richtig falsch verstanden. Nicht falsch verstanden in dem Sinne, dass man es zweideutig versteht, aber im Sinne von, ich habe es wirklich einfach nur falsch gehört. Und deswegen werde ich ein bestimmtes Minispiel gleich einfach mal verkacken. Ja? Ich glaube, wer Banjo-Tooie geguckt hat, der wird diesen... Der wird die Stelle dann auf jeden Fall schon verstehen, welche ich meine.
Wir warten nochmal auf das Boot. Auf das Bötchen. Ja. Aber prinzipiell ist es auch kein schwieriges Level, ne? Das Einzige, was sehr unfair sein kann, ist jetzt wirklich dieses Katapult. Der Rest, da muss man sich einfach nur am Riemen reißen und zielen können. Das unter Umständen auch. So, die Sprungfeder ist auf. Wir sind dahinter, okay. Mach ich auch gerne. Dann nehmen wir uns das bisschen noch. Und ich glaube, jetzt dürfen wir fast alles haben. Wie viele fehlen noch? 9, ne? Ja, 9 Edelsteine fehlen noch. Ich weiß auch ganz genau, wo sie sind. Wir sprechen mit dir. So ein Glück, dass du vorbeigekommen bist. Meine Maschinen sind kaputt. Und die Zahnräder, die ich für die Reparatur brauche, liegen auf den Gleisen verstreut. Kannst du auf diesen Wagen springen und sie holen? Na klar doch, Fischer, der Windbauer. Fischer. Das ist, es gab, nee, ist jetzt auch egal. Wir wollen jetzt auf jeden Fall erstmal das Ding zerstören und direkt mal umkommen. Probleme mit dem Wagen, was? Benutz einfach die Richtungstasten oder den Analog-Joystick zum Wechseln der Spur. Drück X zum Springen und die Kreistaste, um die Kanone abzufeuern. Ja, ja, wie oft habe ich das früher gehört, ey. Probleme mit dem Wagen, was? Und das Ding ist ja noch, ich habe nicht mal verstanden Wagen, ich habe Magen verstanden. Ich habe so gedacht, ja gut, Spyro hat schlecht gefrühstückt, deswegen kann er nicht zielen. Und das ist im Grunde der Grund dafür, dass er diesen Dialog hatte. Ah, das ist so, das ist total irrsinnig. Das ergibt gar keinen Sinn, Probleme mit dem Magen. Aber ich habe mir das halt echt so ausgemalt. Gerade wenn man so ein Kind ist, ne, dann bekommt man ja immer von der Oma oder so zu hören, ja, du musst frühstücken, das ist sehr gesund, das ist sehr wichtig. Den habe ich noch, okay. Nee, aber wirklich, das, wenn man dann einmal nicht frühstückt, ne, dann ist es ein Skandal. Ach du Scheiße. Du darfst ja nie überhaupt nicht frühstücken, das wäre... Sonst kommst du auf eine Schiene und dann gibt es solche Probleme. Kannst dir Zahnräder nicht einsammeln. Das ist natürlich auch eine dreckige Sache. Das ist sehr, 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 sehr scheiße. Wow, aufpassen, nicht treffen lassen. Immer gut getimed springen, dann haben wir es auch. Ja, aber das läuft ja alles von der Hand. Das geht wie Butter weg hier. Ah, ist ja wundervoll. Wenn wir ein Zahnrad eingesammelt hätten als normaler Spyro, also ohne auf dem Ding zu sein, hätten wir die Mission gar nicht beenden können. Weil das dann so zählt, als ob die... Ich erzähl gleich weiter. Das war gute Arbeit, Spyro. Nun kann ich meine Maschinen reparieren. Hier, für dieses Ding habe ich in meinem Werkzeugkasten keinen Platz mehr. Ja, danke schön. Auf jeden Fall zählt dieses Ding... zählt dieses Minispiel als Variable. Es zählt, wann hast du die 50 erreicht und nicht, wann hast du alle eingesammelt. Achso, ja, ich wollte eigentlich nur rüberspringen, aber egal. Machen wir nochmal hier Probleme mit dem Magen, was? Probleme mit dem Wagen, was? Okay. Ja, auf jeden Fall zählt es nach der Variable und die erhöht sich nur im Minispiel selber, wenn man auf dem Wagen ist. Nicht, wenn man hier dabei ist, alles als Spyro einzusammeln. So, wir haben es geschafft. Zum Abschluss bringen wir uns nochmal selbst um. Oder schaffen wir es vielleicht sogar. Wer weiß. Oh, wir haben es sogar geschafft, okay. Manchmal kann das echt ein bisschen ausarten. Aber wir haben das ganze Level geschafft. Demnach gehen wir ins nächste. Ja, ja, ja. Aber leider ist die Folge auch zu seinem Ende gekommen. Ach, das ist natürlich... Ist schade. Ist schade. Ist auch ein kurzes Level gewesen, muss ich teilweise sagen. Beim nächsten Mal geht's in eine komplett gegensätzliche Welt. Wir hatten ja schon den Gegensatz hier Einöde und Eislevel. Und jetzt kommen wir zu dem Gegensatz, ja, Wind und Erde, so gesehen. Ey... Feuer und das könnte man vielleicht auch noch als Wind darstellen. Ich meine, ja, Eis ist kalt, eiskalter Wind. Da könnte man sagen, das sind Elementlevel. Das ist das Eis. Das ist das. Ja, okay, das könnte auch so ein Vorspiel
auf... Ja, warte mal. Nee, Quatsch, das ist das Windlevel. Das heißt, das kann ja kein Windlevel sein. Dann hätten wir zweimal Wind. Da fehlt ja eigentlich noch das Wasserlevel. Das ist das gefrorene Wasserlevel. So, jetzt haben wir alles. Feuer, Wasser, Erde, Luft. Meinetwegen haben wir hier alle Elemente drin. Beim nächsten Mal geht es weiter an Zephyr. Haben wir auch schon aufgemacht, ne, durch Geldsack. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.